Hallo liebe Zuschauer, der Rolf Ziller ist wieder da mit einer neuen Folge von Castle Story. Diese Episode wird erstmal voraussichtlich wohl die letzte Episode sein, die ich hier in diesem Survival-Modus mache. Jetzt bitte nicht gleich erschrecken oder umgedreht, nicht gleich auf die Knie fallen vor Glück und anfangen zu weinen. Also ich möchte das natürlich nicht einfach so beenden. Ich würde nur gerne ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Das heißt, wir haben uns jetzt hier kriegerisch bewiesen, möchte ich das einfach mal sagen, möchte ich das nennen. Und bis jetzt konnten uns die Gegner eigentlich nicht wirklich was anhaben. Beware, unser neuer Mann. Okay. Ja, bis mal auf einen Unfall, bis hier auf diesen Rückenschuss, der aus dieser Richtung kam. Ich möchte jetzt auf keinen zeigen. Der vom Boss kam hier. Verräter. Haben wir eigentlich nichts zu befürchten gehabt, außer halt, wir mussten um ein paar Steine bangen. Das ist ja nicht weiter wild. Und von daher würde ich sagen, betätigen wir uns doch mal kreativ im Baumodus, im Sandbox-Mode. Ab der nächsten Episode. Jetzt schließt es sowieso mit Episode relativ schön ab. Und dann würde ich sagen, toben wir uns da erstmal aus, was das Bauen angeht. Ich habe ja mit Steinen jetzt hier auch schon einige Erfahrungen. Was ich noch nicht wirklich drauf habe, sage ich ganz ehrlich, ist das mit den Hölzern, mit den Planken und in die Höhe bauen. Das ist sehr, sehr schwierig, denn es geht auch nur mit Planken. Richtig. Ich kann natürlich einen Turm immer höher bauen oder ich kann es versuchen, aber irgendwann kommt der Punkt, da kommen die kleinen gelben Penner da nicht mehr rauf. Und da muss man entweder von außen eine Leiter drum bauen, das ist aber natürlich nicht der Sinn der Sache, weil dann laufen natürlich auch von außen die Gegner rauf. Oder man macht es irgendwie mit den Planken, sodass man immer Ebenen dazwischen einzieht. Und damit habe ich mich noch gar nicht wirklich beschäftigt und das würde ich gerne mal ausprobieren. Also so gemischte Konstruktionen aus verschiedenen Materialien. Und dafür möchte ich aber in dieser Folge noch mal was ausprobieren. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Obwohl das mit dem Denken bei mir auch ab und zu mal so eine Sache ist. Und zwar auch auf einen Wunsch von einem Kollegen baue ich jetzt mal ein Katapult. Ich erkenne das ja kaum. Das schießt jetzt. Oh. Das schießt jetzt in die Richtung. Baue ich da mal hin. Das ist auch Holzarbeit, das heißt, das wird auch hier von ihmchen gebaut. Das sollte ich aber jetzt vielleicht mal abbrechen. Jetzt kommt die nächste Welle, die 18. schon. Und es geht los. Wird schon fleißig geschossen hier unten. Ja, das ist ein schöner Pfeilregen. Da, die sind zu doof. Mal wieder. So, hier die auf der Seite, das sind diesmal weniger anscheinend. Die haben gar keine Chance. Von oben die Anzahl ist okay. Also hier kam am meisten. Hier kam am meisten lang. Aber ihr seht, es hat niemand geschafft, durch die Tür zu kommen. Der schlägt da vorne auf die Steine ein, obwohl er da einfach rüber könnte. Jetzt habe ich nur noch hier ein paar Nulpen. Und jetzt mache ich mal was ganz anderes. Boss, du musst es mal gut machen. Komm her. Clyde und Boss. Das Angriffsteam Nummer 1. Wir werden jetzt mal ein bisschen offensiv. Und da bewegen sie sich auf einmal, die Lutscher.
So, den zieht man um, ja. Hallo. Vielleicht hauen wir doch lieber mal wieder ab. Ja, haltet mal lieber Abstand. Besser ist das. Ja, es hat auch so gereicht. Also dadurch, dass wir unsere Bricktrons bewegt haben, denke ich einfach mal, haben sich auch die Gegner anders orientiert. So, du musst jetzt mal hier rauf. So, hier steht auch schon wieder ganz gut eigentlich. So, hier ist unser erstes Katapult. Und ich habe es jetzt neben die... Hups, da habe ich was nicht ausgestellt. Ist egal, macht ja gar nichts. Neben die Fässer gestellt, weil die Katapulte mit den Fässern beladen werden. Jetzt muss ich nur mal schauen. Ja, hier ist gelber Kristall drin. Na, hier ist empty. Empty. Also es scheint so zu sein. Ja, okay, ein paar Fässer haben wir. Und soweit ich das weiß, muss immer ein Bricktron neben dem Katapult sein, um es sozusagen zu bedienen. So, hier können wir das Ziel festlegen. Ich sag mal hier. Das machen wir gleich nochmal neu. Und wir brauchen einen Operator quasi. Der ist glaube ich jetzt der ausgewählte Operator, weil er in dem gelben Kreis steht. Ich mache das direkt mal so. Ich ziele direkt mal richtig. Und zwar möchte ich hier drauf zielen, weil hier die Corruptions ja auch mühselig rüberkriechen. Ja, also sie brauchen da in dem Bereich am längsten. Deshalb schieße ich da einfach mal drauf. Und zwar mache ich das beim nächsten Angriff. Da habe ich zwei Fässer. Ich denke mal, zu mehr werden wir einfach nicht kommen, auch weil es relativ langsam passiert hier alles mit dem Laden und mit dem Abschießen. Und dann wollen wir mal gucken, was das so für Auswirkungen hat und ob das überhaupt Auswirkungen hat auf feindliche Corruptions oder auf Corruptions. Die sind ja immer feindlich. Ja, ich schicke aber jetzt auch mal wieder die Dicken in die Mine, weil ich brauche natürlich, wenn ich das bedienen möchte, gelbe Kristalle. Wieso gehst du jetzt nicht, Proto-Mann? Ja, die brauchen wahrscheinlich wieder ein bisschen, bis das checken. Obwohl, Proto, du kannst dann mal hier aufräumen, wenn du sowieso nichts tust, Vernünftiges. Hier haben wir wieder den schönen kleinen Bug. Na, stört mich jetzt nicht so sonderlich. Also, was mit Proto ist, weiß ich jetzt auch nicht. So, wenn der nicht arbeitet, geht er hier in die Mine. Wer ist das? Midi. Hier drüben ist auch alles im Lack, kein Stein irgendwie beschädigt. Das bestätigt doch meinen oder unseren Entschluss, jetzt nach dieser Folge mal in den Kreativmodus zu gehen. Denn eine wirkliche Bedrohung sehe ich im Moment nicht. Aber wie gesagt, ein Kollege wollte mal sehen, wie man das Katapult bedient oder wie das aussieht oder wie auch immer. Vielleicht gibt es in Zukunft ja auch mal hier von mir ein Let's Fail zu einem Multiplayer-Game. Das wäre natürlich auch nochmal was, wenn ich jemanden finden würde, der sich anböte, dass ich gegen ihn spiele. Weil da hat man es dann mit einer anderen Intelligenz zu tun. Und auch mit feindlichen Bricktrons mal und nicht nur mit diesen Steinfritzen. So, was haben wir hier? 58, ja gut. Ich suche jetzt mal das vollste Fass. Empty, empty. Empty. Ja.
Wie, waren da nicht gerade mehr voll? Ah, hier. Das nehme ich jetzt einfach mal. Take this. And do it da rein. Oh oh. Was ist denn, wenn ich jetzt hier dieses Zahnrädchen bediene? Okay. Nix. Mal gucken hier. Das heißt also, er ist jetzt hier verantwortlich. Er ist der Schütze sozusagen. Katapult, set target ist okay. Fire. Okay, so, ich probiere das jetzt einfach mal. Tja, großartig. Also, wahrscheinlich liegt es daran, aber ihr seht, der Riss in dem Stein, der war vorher da. Hier bin ich mir nicht sicher, da weiß ich es nicht. Das könnte jetzt auch vom Katapult stammen. Allerdings heißt das nichts anderes, als dass wir mehr Kristalle im Fass brauchen, um da, glaube ich, eine höhere Wirkung zu erzielen, höheren Schaden zu machen. Also ihr seht, man kann es zum Explodieren bringen, aber das machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich muss mal schauen. Es wird auch gelber Kristall rausgeholt, das ist auch gut. Und er macht wieder nichts, der Proto. Ich habe hier nur Dingenskirchen, habe ich hier nur. Nur so Putzkolonnen. Das machen wir einfach mal alles weg. Vielleicht ist er allergisch auf die alten Aufträge, ich weiß das nicht. Moment, das kann ich jetzt nicht schließen, weil es verbuggt ist. Ja, anscheinend. Gut, wenn du nicht aufräumst, kommst du rein. Stellst du dich zur Strafe in die Ecke. So, alles in allem würde ich sagen, hat sehr gut geklappt. Am Anfang war das ja mehr so ein Ausprobieren. Klappt das mit der Konstruktion? Hat die auch die gewünschte Wirkung? Wir haben echt nach Zweckmäßigkeit gebaut und nicht nach Aussehen. Also es ist jetzt keine dolle Burg oder so. Aber durch diese vielen gewundenen Gänge und durch die Masse an Schützen, die wir oben haben, muss ich sagen, das ist eine super Verteidigung. Das hat auch in den anderen Versuchen, die ich hatte, nicht besser geklappt. Schade finde ich nur, dass immer, wenn ich jetzt einen Spielstand lade, mir die tatsächliche Anzahl an Gegnern verloren geht, die ich getötet habe hier. Es war jetzt eine Welle und in dieser Welle waren 38 Corruptions dabei. Ah, jetzt hat er automatisch nachgeladen. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Und normalerweise hätten wir ja schon, ach, was weiß ich, wie viele hundert. Jetzt muss ich das timen. Das Fass fliegt ja recht langsam. Und es geht los. Wahrscheinlich die letzte Welle in dieser Let's Fail-Reihe im Survival Mode, bevor wir uns mal in den Kreativmodus verabschieden. Bis jetzt kommt nichts und niemand, nein, auch hier unten nicht, durch den Pfeilhagel durch. So, Moment. Feuer. Bounce! Voll zwei weggekegelt. Ast rein und die fallen immer noch. Wow. Also auch ohne die Explosion hat das Ding eine ganz ordentliche Wirkung. Nicht wahr, Gungi? Also, immer schön bauen, die Katapulte. Hier hat sich noch einer verkrümelt. Oh nein! Da lobt man noch seine militärischen Errungenschaften und die ganzen tollen Erfindungen und man bekommt die Steine unterm Arsch weggekloppt. Naja. Aber das macht den Braten nicht fett.
Der hat, wie er auch sollte, geschossen. Ja gut, er hat eine lange Leitung gehabt, aber wahrscheinlich war der Winkel so blöde, dass er sie nicht sehen konnte. Da hätte ich einfach auch besser reagieren müssen. Ich bin trotzdem sehr zufrieden. Bauen wir noch mal eben schnell hier, na, die Steine hin. Ups. Hier. Hier. Und ein kleiner hier. Und du, wer bist du? Ach, der räumt jetzt auf. Ja, das ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Nebenwirkung ist, weil die ja in die Mine gehen und sowieso Steine holen, nehmen die sich auch die umliegenden Steine hier mit. Kann man machen. So, du baust mal hier. Wir haben sowieso keine vollen Fässchen mehr, außer es hat jemand was reingepackt. Nein, das sehen wir schon am Fass-Symbol hier. Das ist nicht deutlich, es ist so grau. Nee. Da habe ich doch, ja, hab ich doch ordentlich was verpasst. So, gehen wir wieder darauf, dann verbessere ich das auch noch mal eben. Obwohl du dich da nicht hinstellst, sondern du stellst dich nach da, weil sonst der Bauarbeiter da nicht vorbei kann. Ich würde trotzdem sagen, gute Konstruktion. Wir sind dabei, dass. Das alles hier auszubessern. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im Sandbox-Modus wieder. Wenn jetzt einer kurz vorm Herzstillstand ist und sagt, nein, mach das bitte weiter, mach bitte, zeig bitte, wie weit du kommst, mache ich das auch gerne. Ich würde das auch ja nicht verwerfen. Ich möchte da einfach nur ein bisschen mit pausieren, bis wir vielleicht ein paar neue kreative Ideen haben, wie man das weiterführen kann. Ob wir komplett unsere Bastion hier abreißen oder ob wir mal uns weiter nach innen zurückziehen und uns auf Katapulte verlassen möchten oder ob wir mal den offensiven Stil ausprobieren und einfach mal mit einem halben Dutzend nach hier, mit einem halben Dutzend nach da. Das können wir uns in der Zwischenzeit überlegen. Bitte postet das auch, kommentiert das. Und wenn ihr ganz spezielle Wünsche habt, vielleicht lasse ich die beiden Reihen auch dann parallel laufen. Wie gesagt, da richte ich mich echt nach euch. Wenn nichts kommt, würde ich das so machen, wie ich das vorgeschlagen habe, dass ich jetzt erstmal den Survival pausiere und mich im Sandbox ein bisschen kreativ auslebe. Und dann würde ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hierher zurückkommen. Ich würde auch gerne eine neue Karte ausprobieren im Sandbox-Mode. Dazu sage ich aber jetzt noch nichts, welche das sein wird. Ich habe schon eine im Kopf. Die sieht sehr hübsch aus. Gut, und ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Zuschauern, die bis jetzt dabei geblieben sind, die das kleine Bollwerk hier haben entstehen sehen und die die kleinen dicken Gelben haben arbeiten sehen und fallen sehen und kämpfen sehen und die mich andauernd schwafeln hören und das aushalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im Sandbox-Modus mit dabei seid oder euch vielleicht eine andere Let's Fail-Reihe anschaut. Gut, und weil ich sonst Gefahr laufe, mich immer wieder zu wiederholen, verabschiede ich mich jetzt von der ersten Survival-Reihe von Castle Story mit einer Nahaufnahme unserer neuen Lieblingswaffe, dem Katatapult. Macht's gut!